Beim gestrigen ISM-Index für das Gewerbe haben wir scharf anziehende Preise gesehen. Und jetzt sagt die Bank of America, nachdem sie sich ein paar Unternehmensberichte angeschaut hat, oh, wir stehen vor einer Hyperinflation, aber natürlich vor einer vorübergehenden, nicht? Das passt ja genau in das Mantra der Fed. Die sagt ja auch, wir werden vielleicht ein leichtes Überschießen der Inflation sehen, aber vorübergehend. Die Bank of America sagt, naja, wir sprechen sogar schon von einer Hyperinflation, denn wir werden deutlich steigende Preise sehen. Wir sehen hier einen Deutschen in der Zeit der Weimarer Republik, der mit einem Wagen versucht, ein paar Geldscheine zu hantieren, weil selbige offenkundig nicht so wahnsinnig viel wert sind. Aber man sagt hier transitory hyperinflation ahead, also eine vorübergehende Hyperinflation dürfte jetzt auf uns zukommen. Man sieht hier vor allem, wenn man sich die Unternehmensberichte mal anschaut, die Bereiche Consumer-Sektoren, Materials, Industrials, also da steigen die Preise massiv. Wir haben nach wie vor ja diese Flaschenhälse, Chip Shortage, also der Mangel an Chips, der teilweise dazu führt, dass Autokonzerne ihre Produktion nicht voll ausführen können, wie Ford etwa, die sagen, wir haben im nächsten Quartal vielleicht die Hälfte der Autos, die wir bauen wollen, die wir eigentlich geplant haben. Wir haben die Transportprobleme. Wir haben so viel Slack in diesem Markt, das ist ganz erstaunlich. Irgendwas läuft da ein bisschen verkehrt. All das ist relativ preistreibend und genau davor warnt jetzt die Bank of America. Was ist denn eigentlich eine Hyperinflation? Ist ja leicht gesagt ein solches Wort und es gibt, wenn man sich das mal anschaut, keine wirklich gültige Definition. Es sind eben schnell steigende Preisniveaus, so kann man vielleicht formulieren. Philip D. Kagan hat damals 1956 die Faustregel aufgestellt. Ja, Hyperinflation könnte man bezeichnen, wenn die Preise im Monat 50% steigen. Ja, das ist durchaus vielleicht eine keine so schlechte Größe. In der Türkei etwa haben wir 17% Inflation. Um und bei, soweit ich das erinnere, jedenfalls. Auch das wäre dann noch keine Hyperinflation, aber es sind relativ schnell steigende Preise. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Schauen wir uns mal diese schnell steigenden Preise an. Wir haben jetzt gestern ja die ISM-Preise gesehen mit fast 90 auf dem höchsten Niveau seit Juni 2008. Damals der Ölpreis Brent bei $150 auf dem höchsten Niveau der 1970er Jahre oder vergleichbare Niveaus. Es gab nur zweimal ISM-Berichte, wo wir in den 70er Jahren einen Wert über 90 gesehen haben. Und das ist ja eine Kennzahl, die immer zum Vormonat berechnet wird. Im Vormonat waren wir, glaube ich, bei 86, das heißt scharf steigende Preise. Jetzt sind wir bei 89, das heißt zum Vormonat sind die Preise erneut sehr, sehr stark gestiegen. 50 ist ja immer das Mittel sozusagen, die Grenze zwischen Kontraktion und Expansion, also steigend oder fallend. Also wenn wir jetzt hier 89 haben, dann ist das stark steigend. Hier sehen wir die Prognose von JP Morgan, die sagen, ja, diese Bottleneck Pressures, diese Flaschenhalsdrucksituationen, die werden anhalten. Wir sehen jetzt, dass in den Unternehmensberichten das Wort Inflation 800% häufiger vorkommt, pardon, als zuvor. Also ein starker, starker Anstieg, der so eigentlich eine Inflation, eine CPI, Verbraucherpreise von um und bei 15% Anstieg sehen würde, wenn das so einigermaßen kommt. Also wir könnten hier eine böse Überraschung überleben, so sieht es die Bank of America. Das Interessante ist aber, dass die Margen der Firmen nicht schlechter geworden sind. Das heißt nichts anderes, sondern sogar sich sehr gut entwickelt haben. Das heißt nichts anderes, als dass die Unternehmen in den USA mindestens eben in der Lage sind, diese gestiegenen Kosten, die sie haben, an die Verbraucher weiterzugeben. Die Verbraucher wiederum sind bereit, die zu bezahlen, weil sie haben viel, viel Geld in der Tasche durch die Stimulus-Checks auf der einen Seite und weil sie zum Beispiel nicht gereist sind in der Corona-Krise auf der anderen Seite. Also 800% Anstieg. Normalerweise sehen wir da eine Korrelation dann zu den Verbraucherpreisen. Und wir sehen aber auch, dass es den Unternehmen bisher im Mindesten gelingt, diese Preise weiterzugeben. Das deutet darauf hin, dass diese ganze Geschichte erstmal weitergeht. Weiter geht das auch im Rohstoffsektor. Wir sehen hier Lumber, das Bauholz, hat sich jetzt mehr vervierfacht in einem Jahr. Gestern auf einem neuen Allzeithoch wieder geschlossen, $1,575. Wer jetzt ein Durchschnittshaus in den USA baut mit eben Lumber, und das ist das bevorzugte Material, der muss dafür gut $36.000 mehr ausgeben als noch vor ein paar Monaten. Nicht schlecht, muss man sagen. Also die ganze Geschichte, die wird richtig teuer hier.
Kommentare teilweise auf meine YouTube-Videos, wo jemand sagt, ich war im Baumarkt, hier Bauholz zu finden ist extrem schwer, leer, denn das wird alles exportiert in die USA. Hier spielt auch übrigens Trumps Zollpolitik eine Rolle. Da hat man ja Kanadas Holz auch mit einer Steuer belegt. Das ist natürlich eines der Themen, die da mit reinspielt. Insgesamt der Rohstoffsektor weiter im Höhenflug. Wir haben diesen Widerstand überwunden, den ich kürzlich mal angesprochen hatte. Rohstoffpreise also gehen weiter nach oben. Damit steigen die Kosten für die Firmen. Die geben sie offenkundig weiter. Was machen aber an die Konsumenten nämlich? Was machen jetzt die Konsumenten? Werden die sagen, ja, ist halt so, Lebenshaltungskosten steigen, aber mein Lohn ist nicht gestiegen. Das ist unwahrscheinlich, würde ich meinen. Sondern die werden jetzt eben sagen, hey Guys, wir müssen ein bisschen mehr hier am Lohnzettel sehen, damit wir diese gestiegenen Kosten sehen. Wir sehen den Baltic Dry Index jetzt auf dem höchsten Stand seit 11 Jahren. Der ist ja so ein bisschen ein Proxy, wie man sagt, für globales Wachstum, für das Brummen in der Wirtschaft. Dieses Brummen kann vorübergehend sein, wie ich gestern gesagt hatte. Also es kann sein, dass wir diesen Sugar Rush jetzt erleben, gleichwohl aber die Preise weiter hoch bleiben oder sogar steigen. Das wäre dann ein Stagflationsszenario. Hier sehen wir allerdings erstmal, deutet nichts darauf hin, dass das hier nach unten geht und das fehlende Puzzleteil in Richtung Inflation sind eben Löhne, und hier haben wir beim Employment Cost Index jetzt gesehen, der so stark gestiegen ist wie seit 2007 nicht mehr, dass das wohl auf uns zukommen dürfte, dass also die Verbraucher, die Konsumenten, die Menschen sagen werden, hey, wir brauchen höhere Löhne, und viele Arbeitnehmer haben ja Probleme jetzt, viele Arbeitgeber, so muss es heißen, haben ja Probleme, Arbeitnehmer zu finden. In den USA zumindest, da schreibt man Prämien aus für Vorstellungsgespräche. Das wird darauf hindeuten, dass dann eben auch die Arbeitnehmer höhere Löhne werden fordern können. Aber all das sei transitory, sagt die Fed, all das ist sehr vorübergehend. Jetzt sagt Larry Summers, der in den USA sehr, sehr beachtet wird, in der Obama-Administration eine wichtige Figur gewesen. Er sagt, hier in den 1970er Jahren gab es das letzte Mal so viele Fed-Mitglieder, die von vorübergehender Inflation gesprochen haben. Und was ist passiert? Wir hatten eine massive Inflation. Hier unten sehen wir in der Grafik mal das, was gestern beim ISM passiert ist. Dunkelblau, diese Kurve, die weiter nach oben geht, das sind die Preise. Gelb, diese Kurve, das ist stagnierend, und das sind die Ordereingänge. Also das ist so ein bisschen ein stagflationäres Szenario, was hier drohen könnte. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Wir hatten gestern am stärksten den Dow Jones, am schwächsten den Nasdaq, also Schwäche der Tech-Werte. Und das, obwohl wir ja eigentlich eine sehr, sehr gute US-Berichtssaison gerade im Tech-Sektor haben, hat aber nicht geholfen. Wir sehen hier auch Small Caps gut unterwegs, S&P 500 leicht im Plus, Energy war gestern wieder das, was gesucht war, Materials, also diese Reopening-Geschichten, obwohl der ISM eigentlich schlechter ausgefallen ist und das Einzige, was gestiegen ist, eben die Preise waren. Sei es drum, Industrial auch stark gewesen, Technology weiter unten, Real Estate etc. Also hier sehen wir die Verteilung, Energie scheint jetzt wieder richtig zu laufen, die Rohstoffe scheinen zu laufen, wir sehen den S&P 500, wie er sich so, naja, unter dünnem Volumen versucht, ja, an dieser Aufwärtstrendlinie entlang zu hangeln. Wie gesagt, das Volumen ist dünn. Warum eigentlich? Wir haben Earnings Season, wir haben wirklich eigentlich Action, so ist es ja nicht. Jetzt hatten wir eine Nacht Jerome Powell, der wieder das gesagt hat, was er immer sagt, braucht man eigentlich nicht berichten. Interessant wird eben sein, was der Nasdaq macht, hier Triple Q Nasdaq ETF. Da sind wir jetzt in einer Schiebezone. Ist das eine Top-Formation, die sich hier ausbildet? Ja oder nein? Dafür würde ich sprechen, dass Aktien wie Apple, Amazon nicht mehr positiv reagieren auf Bombenzahlen. Und was nicht steigt, hat die Tendenz zu fallen, heißt es. Wir sehen unten den SOX, also die Halbleiterwerte, schwach. Die sind ja hier stiegen aus der Corona-Krise, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt ist da ein bisschen der Wurm drin. Und hier sehen wir mal die Parallele, die ich schon öfter angesprochen hatte, zwischen März 2020, also Tiefpunkt der Corona-Krise, was die Aktienmärkte betrifft, und jetzt April, Mai diesen Jahres. Und im Zeitraum März 2009 bis April 2010, damals nur 77% der Anstieg, jetzt haben wir 81%, sind also ein bisschen stärker. Wir haben ganz, ganz ähnliche Kursbewegungen hier vor gut zehn Jahren gab es mal eine etwas größere Korrektur, die war jetzt hier sehr, sehr klein, aber ab diesem Zeitpunkt setzte eben
im Jahr 2010 diese etwas größere Korrektur an, bevor es dann nochmal auf ein neues Allzeithoch nach oben ging, könnte ich mir ähnlich auch vorstellen, zumal wir jetzt so ein bisschen uns entfernt haben von den Balance Sheets der Zentralbanken, also von den Bilanzsummen der Notenbanken. Die sind jetzt ein bisschen rückläufig, sind gestiegen, klar, aber der S&P 500 ist deutlicher gestiegen als eben die Bilanzsummen der Notenbanken. Da gibt es eine gewisse Diskrepanz und wir sehen seit März läuft das eigentlich ziemlich parallel. Oder seit einiger Zeit läuft das relativ parallel. Immer wenn der S&P zu weit vorauseilt, gab es danach eine Korrektur, wie hier in diesen Kreisen gezeigt. Und vielleicht noch ein paar andere Schlaglichter. Wir haben ja Tesla gestern negativ gesehen, nachdem klar ist, dass Tesla in 2021 in Berlin, in Grünheide, keine Autos mehr bauen wird. Das alles wird sich mindestens verzögern. Dort sollte ja das Spitzenmodell gebaut werden, das eigentlich in den Absatzerwartungen schon da war. Und auffallend gestern hier, allerdings ein bekannter Tesla-Bär, der das hier spricht, aber es ist dennoch wohl Fakt. Wir sehen, dass gestern mal wieder massenhaft Calls gekauft wurden. Jedes Mal, wenn es schlechte Nachrichten für Tesla gibt, werden massenhaft Calls gekauft. Das zwingt dann teilweise die Market Maker eben mitzugehen, indem sie die Aktie dann physisch kaufen, um sich abzusichern. Ja, da sollte die SEC vielleicht mal, wie insgesamt bei Elon Musk mit seinen Tweets, mal genauer reinschauen. Das ist ein Selbstbereicherungssystem, das bisher nicht reguliert ist. Sollte man wirklich mal tun, würde ich sagen. Apropos Musk und Kryptowährungen, Dogecoin, etwas, was Musk ja maßgeblich gepusht hat. Jetzt 33% höhere Marktkapitalisierung als Twitter. Also ein Witz ist 33% mehr wert als Twitter. Wir sehen Ether oder Ethereum oder wie auch immer. Ethereum ist der lateinische Begriff, ja, für die Lateiner. Das ist eine Sprache, die die Steinzeitboomer in der Schule noch gelernt haben. Gell? Heutzutage ist das ja in Latein, ja, das braucht doch kein Mensch, braucht wahrscheinlich kein Mensch, aber es hilft eben andere Sprachen zu lernen, Spanisch, Italienisch, Französisch, all das ist selbst im Englischen viele lateinische Lehnwörter nicht wenig hilfreich, auch wenn es wirklich Trockenbrot ist, diese Sprache zu lernen. Ether also auf jeden Fall steigt auf ein neues Allzeithoch. Damit hat Bitcoin weniger jetzt inzwischen als 50% an Marktkapitalisierung bei den ganzen Kryptos. Und hier in der Mitte sehen wir einen Chart, wie sich Ether im Vergleich zu Bitcoin entwickelt hat. Deutlich steiler gestiegen in letzter Zeit. Hier sehen wir, dass das also eine absolute Outperformance ist von Ether. Und wir haben jetzt in Sachen Pfizer, im BioNTech dürfte wohl sehr bald auch der Impfstoff für Kinder praktisch freigegeben werden, also zumindest für Kinder, die älter als 12 Jahre sind. Das würde bedeuten, dass etwa 75% der amerikanischen Bevölkerung dann im Sommer geimpft sein könnten. 75%, da war doch was, da hatte doch der Jerome gesagt, 75%, dann könnten wir über Tapering, über ein Rückfahren der ultralaxen Geldpolitik nachdenken. Gestern ähnlich De Guindos, der Vizechef der EZB. Und apropos Impfen, da haben wir jetzt die extrem traurige Nachricht, dass Melinda und Bill Gates sich scheiden lassen wollen. Ja, da wird es dann wahrscheinlich eine leichte Entschädigung für die Melinda geben, im Cent-Bereich sicherlich, weil der Bill ist ja schwer verarmt inzwischen, das wissen wir. Dementsprechend endet hier eine Musterehe. Manche sagen, also sie hat ihre schauspielerische Rolle hervorragend ausgefüllt, aber das sind böse Zungen. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten weiter steigende Preise offenkundig sehen. Das scheint klar. Die Frage ist, wird dieses Wirtschaftswachstum da hinterherkommen? Ist das Stagflation? Ist das Inflation? Ist das ein Sugar Rush, den wir beim Wachstum sehen? Werden danach die Preise wieder fallen? Hat die Fed recht, wenn sie sagt, alles transitory, alles vorübergehend, ja oder nein? Das werden die Fragen sein, die darüber entscheiden, wie die Märkte sich entwickeln. Wann die Fed auf die Bremse tritt, ja oder nein? Früher, später, all das ist sozusagen für die Märkte entscheidend. Jetzt wünsche ich erst einmal einen schönen Start in diesen Dienstag. Ich sage Servus und ciao.